Wir sind zurück auf dem Clickbait-Podcast-Kanal und sprechen heute mit zwei, beziehungsweise mich eingeschlossen, drei Creatoren über das Thema Geld verdienen. Wie kann man als Personal Brand auf den Plattformen Geld verdienen? Welche Möglichkeiten gibt es? Wann macht es vielleicht Sinn, eigene Produkte rauszubringen, Placements anzunehmen und so weiter? Wir haben wieder den Felix mit am Start. Er selber auf TikTok 225.000, ich weiß nicht, jede Woche sind es irgendwie 10.000, 20.000 mehr. Mit Psychotipps, wir haben Dominik Lebersorger, er macht auf YouTube Selbstexperimente, TikTok 800.000, YouTube 200.000, 60.000 auf Instagram. Du hast die Million geknackt. Ja, so halb, so inoffiziell. Was heißt inoffiziell, weil du sagst, okay, das ist kumuliert sozusagen. Ja, ich denke schon. Also ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man auf einer Plattform wirklich über eine Million kommt, obwohl es eigentlich egal ist eigentlich. Okay. Gut, ich würde sagen, wir haben es so ein bisschen strukturiert. Wir wollen jetzt am Anfang mal darüber reden, das Thema Reichweite sozusagen versus Geld verdienen. Ich weiß nicht, Felix, vielleicht bei dir sogar ganz spannend, weil du bist ja noch nicht so lange sozusagen Creator wie wir beide. Wir sind ja schon Urgesteine. Ich glaube, seit 13 hast du mir vorhin erzählt, machst du YouTube. Wie war das bei dir am Anfang? Wann würdest du sagen, hast du das erste Mal Geld verdient oder wie hast du so diese Waage gefunden von Reichweite versus Monetarisierung? Also im Endeffekt ist es halt, dass du das erste Geld, was du generell verdienst oder was ich generell verdient war, ist, wenn du für den Creator Fund für TikTok freigeschalten wirst. Ab 10.000 Follower ist das ja soweit. Und dann ist man super euphorisch, yay, jetzt kann ich endlich Geld verdienen durch TikTok. Und dann ist es halt doch einfach super wenig, vor allem zu Beginn. Also das war mal das eine. Und dann ging es aber in derselben Zeit so langsam los, dass plötzlich, selbst wenn du dich gar nicht drum kümmerst, die ersten Anfragen kommen von Unternehmen und so weiter, die dir Placements im Endeffekt anbieten, dass du Kooperationsvideos machst. Und auch das ist dann am Anfang das große Lernphase erstmal dabei, wer zieht dich ein bisschen über den Tisch. Dann macht man trotzdem mal hier sein erstes Video für 50 Euro, ist total happy, realisiert dann, dass andere 500 fürs selbe Video bekommen, obwohl die gleiche Reichweite haben und so. Und so muss man seinen Weg ein bisschen gehen. Und dann sind das halt die Wege, die man gehen kann. Der andere Weg ist natürlich der, wenn du Produkte und Dienstleistungen anbietest, kommen wir später dazu, kann man sehr viel mehr verdienen, wenn man es richtig aufsetzt. Ja, das heißt nochmal, also ab wann würdest du jetzt sagen, also wie lange hast du Social Media gemacht, bis du das erste Geld verdient hast? Also die ersten 10.000 Follower hatte ich in 11 Tagen, deshalb ging es sehr, sehr schnell los bei mir. Okay, und dann war Creator-Fonds und dann kamen auch schon so erste Anfragen. Die ersten Anfragen von Unternehmen, genau. Ja, also Mikroinfluencer hat man früher mal so gesagt ab 5.000. Mhm. Wahrscheinlich ist das so in TikTok-Sprache so ab 50.000, 100.000. Dominik, du machst es schon ein bisschen länger. Wie war das bei dir? Bei mir war das erste Geld tatsächlich ein Placement, wo ich schon 200.000 Follower auf TikTok hatte. Das war tatsächlich das erste Mal, wo ich sozusagen durch Social Media Geld verdient habe. In Österreich gibt es keinen Creator Fund, das heißt, man wird nicht pro View bezahlt. Auf YouTube habe ich mein Glück sozusagen schon viel länger versucht. Seitdem ich 13 Jahre alt bin, habe ich Minecraft Let's Plays gemacht. Der Kanal hat aber nie Geld abgeworfen, bis vor 3 Jahren, wo ich endlich monetarisiert wurde. Und dann waren das, glaube ich, im ersten Monat 18 Euro AdSense. Voll. Das waren so meine Anfänge. Okay, das heißt, du hast sozusagen auch Reichweite erstmal aufbauen wollen oder war direkt auch dein Ziel zu monetarisieren? Also das Ding war ja auch so, sag ich mal, AdSense Money, du musst erstmal YouTube-Partner werden, das muss erstmal alles kommen und so weiter. Hast aber trotzdem schon dein Placement gehabt. Vielleicht führ uns mal so ein bisschen durch, so, weil du bist ja auch Fulltime-Creator. Mhm. Na, das heißt, du lebst ja sozusagen davon. Wie hast du so diese Waage für dich da gefunden? Also es war vorher so, bevor ich Fulltime-Creator war, war ich halt sozusagen selbstständig als Videograf und habe so mit der Social-Media-Maschine ein bisschen versucht, an Aufträge zu kommen. Dann habe ich halt beschlossen, viel mehr Zeit in die eigenen Social-Media-Kanäle zu investieren, weil ich halt das Potenzial gesehen habe und so. Und vor allem, weil TikTok zu laufen begann. Das war so die Anfangszeit von TikTok, so 2020. Dann habe ich da TikTok aufgebaut und parallel dazu YouTube aufgebaut und da immer weiter meine Machenschaften als Videograf vernachlässigt. Man muss aber auch dazu sagen, ich hatte da so ein Konstrukt, ich muss da kurz weiter ausholen. Ich hatte da 2 Firmen auf Social Media Management Payroll, für die habe ich Content produziert und wurde von denen monatlich bezahlt. Ich habe da, glaube ich, 30 Contentstücke, also Bilder und Videos gemacht für 650 Euro, was eigentlich
relativ wenig ist für das Pensum und es war auch noch brutto, aber es war genug, um die Miete zu bezahlen und um Essen zu bezahlen. Deswegen habe ich die ganze andere Zeit versucht, in Social Media sozusagen rein zu investieren. Einerseits, weil ich gesehen habe, dass es da halt gerade eine Opportunity gibt und da das halt das ist, was ich machen wollte, seitdem ich 13 Jahre alt bin, und darum habe ich beschlossen, da so all in zu gehen. Voll. Dann begann TikTok langsam zu laufen, dann hatte man da eben dieses erste Placement und bei YouTube eben diese erste AdSense-Auszahlung. Es war aber lange nicht irgendwie realistisch, davon irgendwie ansatzweise leben zu können. Bis dann auf YouTube, ich habe glaube ich im September begonnen, auf dem Main-Kanal, im September 2020, denke ich, war das, wieder regelmäßig hochzuladen. Also ich habe davor immer hochgeladen, aber halt ohne Erfolg und unregelmäßig. Und im Februar 2021 oder im März 2021 war es dann tatsächlich so, dass das erste Video so auf YouTube bei mir viraler gegangen ist. Das war das legendäre Wasserfolter-Video, was halt sehr polarisiert hat. Und da war es dann auch so, dass die AdSense von dem Kanal um die $1,000 waren in dem Monat. Und das war für mich so saukrass. Also da wurde das erste Mal so, boah, krass, das wird immer irgendwie realistischer, davon leben zu können oder damit irgendwie ein Nebeneinkommen zu erschließen. Und das war so der Wendepunkt dann sozusagen. Das heißt aber auch, ich sag mal, 1000 Euro AdSense, dann auch schon nebenbei trotzdem Placements angenommen, aber immer noch den Job gehabt, für andere Leute dieses Management zu machen, Videos cutten und so weiter. Felix, bei dir ist es jetzt so, klar, wir kommen ja gleich drauf, wir haben ja, sag ich mal, auch zusammen die Social Media Agentur, also haben ja auch diese Dienstleistungen, die wir halt sozusagen anbieten. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, wir haben so eine Masterclass jetzt quasi gelauncht, ne? Auch so mit Live-Calls und so weiter. Das ist natürlich dann so ein, also du findest natürlich direkt, du machst Content, gibst beispielsweise jetzt Social Media Tipps, kannst ja gleich auch mal ein bisschen was zu erzählen, genau, mit dem eigenen Account und verkaufst dann so diese Dienstleistung. Du hast aber den kompletten Weg als: Ich bin Videograf, ich verkaufe meine Dienstleistung, ich bin Creator. So mit deinem eigenen Produkt können wir ja gleich nochmal zukommen, wann du das irgendwie so in Betracht gezogen hast. Wie war das jetzt bei dir? Also im Endeffekt dadurch, dass ich jetzt zwei Accounts habe, zwei TikTok-Accounts, auf denen ich täglich poste. Einmal mein Reichweiten-Account, Felix Psychotipps, wo es eigentlich primär wirklich auch nur um Reichweite geht mit den 220.000 Followern. Und mein Social-Media-Tipps-Account, wo ich im Endeffekt über Themen genau wie hier in dem Podcast spreche, in den Kurzvideos, der jetzt, glaube ich, 19.000 Follower hat, wo ich aber natürlich eben entsprechend, wenn wir die Masterclass dann auch pitchen und so weiter, ein vielfaches Umsatz damit mache. Und das ist eben genau dieser Weg und diese Entscheidung, die du ein Stück weit treffen musst, weil mit Sicherheit ist kein Geheimnis, es gibt Influencer, die super broke sind, wenn man mal ehrlich ist. Andersrum hast du gerade auf mich gezeigt? Es ist kein Geheimnis, es gibt Influencer, die super broke sind. Okay. Und auf der anderen Seite gibt es Accounts mit ganz wenig Followern verhältnismäßig, die aber super Umsatz damit machen. Und das ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen eine Entscheidung. Sage ich auch ganz oft, willst du, habe ich auch ein Kurzvideo schon mal drüber gemacht, willst du 1 Million Follower oder willst du 1 Million auf dem Konto? Das eine ist immer zuträglich zum anderen, aber aus meiner Sicht ist es wichtig, eine Priorität zu setzen. Ich finde das halt voll spannend, weil nur um dich auch vielleicht abzuholen, Dominik, ich nehme mich jetzt mal einfach raus, weil ich habe mehr oder weniger so ein ähnliches Modell, wie es Felix hat. Aber wenn ich eure beiden Modelle jetzt nehme, sind die wirklich komplett unterschiedlich. Ja. Weil er hat einen Account für Reichweite, Psychotipps. Na, das heißt, da machst du ein, zwei Placements, die du auch annimmst, aber du pitchst jetzt kein Psychotipp-Buch oder einen Videokurs oder whatever. Und dann hast du einen zweiten Account, der ist viel, viel kleiner, also völlig in der Nische Social-Media-Tipps. Und da verkaufen wir sozusagen diese Masterclass. Du hast jetzt ein Thema, also ein broades Überthema, Selbstexperimente, bist Creator und hast jetzt sozusagen von der Plattform die Kohle, du hast die Placements und jetzt hast du dein eigenes Produkt. Wenn du das jetzt so hörst, wie würdest du diese Modelle bewerten? Puh, also am schlechtesten geschlafen habe ich wie... habe ich quasi, wie ich nur AdSense-Einnahmen habe, weil die YouTube-AdSense-Einnahmen orientieren sich natürlich an den Aufrufen und die fluktuieren einfach und du weißt auch nicht, wie viele Aufrufe du nächstes Monat machst und das ist so ein Ding, was ich heutzutage fast wirklich nur noch als Bonus betrachte, also wenn das hoch ist, ist cool, wenn es nicht so hoch ist, passt auch so. Placements sind eigentlich genau
gleich. Also du wirst da auch ebenfalls nach deinen durchschnittlichen Aufrufen bezahlt und halt eben dadurch, wie gut du sozusagen verhandeln kannst. Was bei uns jetzt cool ist, wir haben seit Februar eben dieses eigene Journal, also unser eigenes Produkt, was wir auch über unsere Social-Media-Kanäle bewerben. Und das ist halt super nice, weil einerseits gibt es den kreativen Freiraum, andererseits kannst du damit halt sozusagen nach oben offen Umsätze machen, wenn das Video gut geht und du hast keinen Fixbetrag wie vielleicht bei den Placements. Das ist sozusagen, also was ich in Zukunft auch machen möchte, ist mehr so diese, ein Geschäft auf dem Rücken von Social Media aufbauen, das damit dann vielleicht so ein bisschen boosten oder amplifizieren und dann immer weiter von den Social Media Kanälen wegzubewegen, einfach um sicherer dazustehen, weil Social Media ist halt ein wackeliges Fundament und wenn ich eines Tages keine guten Videos mehr mache, dann bricht das alles in sich selbst zusammen. Aber es sei auch noch dazu gesagt, wenn man auf YouTube wirklich regelmäßig uploadet, in einer wirklich konstanten Qualität, die richtigen Videothemen trifft etc., kann man sich da wirklich ein gutes Einkommen aufbauen, was vielleicht nicht konstant ist, aber es sich sehr konstant anfühlt. Also meine AdSense-Sachen sind meistens konstant mit einem Aufwärtstrend. Und das ist halt super nice. Ich will mich aber trotzdem nicht drauf verlassen. Und ich persönlich habe den Schritt zu Vollzeit-Creator auch nur gewagt, weil ich weiß, dass falls es nicht funktionieren würde, ich einfach wieder diese Videografie-Sache machen könnte und mich so über Wasser halten könnte. Finde ich halt super spannend. Felix, wie bewertest du das? Du kennst, glaube ich, Dominik ja auch und seine Videos so ein bisschen. Wie siehst du das bei dir zum Beispiel im Verhältnis mit deiner Personal Brand? Weil du hast ja jetzt sozusagen zwei sehr unterschiedliche Themen, die so nach draußen gehen, also Psychotipps und Social Media. Wie würdest du sagen, ist so diese Gewichtung von der Personenmarke? Also glaubst du, du hast es schwieriger, weil du eben diese Zweiteilung hast? Und wenn ja, sagst du aber trotzdem, ich habe das so in Kauf genommen, weil das für mich einfach das Modell ist, wo man mehr Geld verdienen kann? Also im Endeffekt ist es immer natürlich ein Trade-off. Und immer wenn du mehrere Sachen bedienst, bist du weniger nur für eine Sache bekannt. Das ist ganz klar. Ich glaube, dass das wenig sich negativ beeinflusst, weil es schon sehr unterschiedliche Zielgruppen sind. Also Psychotipps deutlich jünger, die Zielgruppe. Bei meinen Social-Media-Tipps, Felix Wunicke heißt der Account, einfach wie ich, tendenziell deutlich älter von der Zielgruppe her. Also ich glaube, da entstehen keine Probleme groß. Aber natürlich könnte man jetzt sagen, wenn ich jetzt die doppelte Zeit in das eine oder das andere investieren würde, dass es sowohl meine Personal Brand wäre klarer, aber das ist halt aber auch was. Und natürlich wäre entsprechend auch die Reichweite pro Account höher. Aber das ist was ich da ein Stück weit in Kauf nehme, aus verschiedensten Gründen. Aber ganz klar, weil das halt der Weg ist. Bei mir ist ein bisschen der Sonderfall natürlich, dadurch, dass wir Social-Media-Tipps geben, dass ich mein eigenes Testimonial bin. Ich kann immer sagen, hier, ich habe den Account mit großer Reichweite aufgebaut. Ich kann selbst ganz viele neue Dinge testen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich sage, hey, ich komme aus der Praxis. Ich weiß, wie es ist, Content Creator zu sein. Eben nicht nur so coachmäßig, sondern ich bin ein Coach, der das auch selbst umsetzt. Ja, also ist, sag ich mal, ähnlich wie bei mir. Ich kann vielleicht erzählen, so, ich habe ja auch rein angefangen mit Social Media Tipps. Also ich habe das ja, ich würde sagen, 2-3 Jahre gemacht. Eigentlich immer nur so Instagram-Algorithmus. Wie kriegt man einen blauen Haken und so. Und bei mir war es halt das Ding, das ist halt wirklich das, was mich interessiert, auch durchgängig. Also das Interesse hat nie aufgehört. Deshalb bin ich auch froh, dass wir jetzt wieder diesen Podcast oder Videopodcast hier starten, um einfach drüber zu reden, weil es ist für mich so diese Meta-Ebene. Aber ich habe sicherlich angefangen mit Selbstexperimenten, weil ich gesehen habe, meine Reichweite ist gecapped. Also es interessiert einfach nicht 100.000 Menschen, wie der Algorithmus funktioniert, aber ich kann mit manipulierten Sportwetten im Darknet 600.000, 700.000 Menschen erreichen. Ganz spannend, was mir jetzt gerade so kommt, wenn du jetzt nochmal neu anfangen könntest, weil du hast ja verschiedene Sachen gemacht, würdest du direkt auf ein Thema gehen, wo du sagst, maximale Reach, oder würdest du sagen, ein Nischenthema, wenn es aber wirklich mein Interesse ist, ist eigentlich spannender? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde einen Kompromiss wählen. Einerseits schon eher nischig, also ein nischiges Überthema. Andererseits bin ich aber immer der Typ, der sich nicht wirklich lange in einer Nische halten kann, weil es mir dann halt einfach zu langweilig wird. Und dann würde ich wieder breiter gehen. Ich würde es eigentlich wieder so machen wie jetzt. Ich bin jetzt relativ breit aufgestellt. Die Videos erreichen meiner Meinung nach relativ viele Leute. Das ist super cool, weil halt viele Leute die Videos sehen. Andererseits
kann man sicherlich bessere Conversions erzielen, sei es bei den Placements oder bei seinen eigenen Produkten, wenn man noch viel mehr in einer Nische ist. Also so wie du vorher gesagt hast, es gibt wirklich Influencer und Influencer. Es gibt Influencer, die haben irre große Follower-Accounts, kriegen aber schlecht bezahlte Placements, weil sie halt in keine Sales resultieren oder generell nicht konvertieren. Und dann gibt es Influencer, die sind halt super klein, machen aber Unsummen, weil die halt wirklich in einer lukrativen Nische sind und mit ihren Produkten wirklich von 10.000 Followern wirklich 10.000 Leute treffen. Also das macht wirklich einen großen Unterschied. Meine persönliche Präferenz wäre aber wirklich, denke ich, wieder eher breiter zu gehen, weil ich mich für viele Themengebiete sozusagen begeistere und die auch einfach behandeln will, einfach damit ich das lange machen kann und der Spaß nicht vergeht. Würde ich es aber lukrativer machen wollen, dann würde ich auf jeden Fall nischiger gehen. Okay, jetzt hast du dein eigenes Journal rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du jetzt öffentlich über Zahlen sprechen willst, aber vielleicht nur so im Verhältnis, wenn du das jetzt mal nimmst, wie viel zahlen dir die Plattform versus Placements versus eigenes Produkt? Vielleicht magst du ungefähr mal so eingrenzen, womit verdienst du am meisten und vielleicht auch so die Hintergründe. Derzeit ist es wirklich sehr ausgeglichen. Also es war wirklich so, dass die AdSense meistens würde ich schätzen auf 40%. Die Placements würde ich schätzen auf ca. 60%. Jetzt mit dem Journal ist es so, dass wenn ich einmal einen Journal in dem Video sozusagen erwähne, ich mit den Journal-Verkaufen mehr mache, als ich für ein Placement kriegen würde, was für mich halt eine super gute Situation ist, weil ich meine eigenen Produkte bewerbe und das ist halt, spielt super in die Brand rein etc. Und jetzt würde ich sagen, dass Journal 35%, AdSense 30%, Rest Placements. Also es ist relativ ausgeglichen. Es sind wirklich drei verschiedene Standbeine, die immer circa gleich hoch sind, zumindest waren sie das in den letzten Monaten. Wobei man sagen muss, dass die Journal-Bücher klar das größte Wachstum haben sozusagen. Also wenn man das mal auf die Zukunft prediktet, denke ich, dass dabei dem eigenen Produkt dass das am meisten abwerfen wird. Es monetarisiert halt einen Klick einfach nochmal mehr, weil du dann das Potenzial hast, für jeden erreichten Zuschauer nochmal eine Summe drauf zu verdienen. Das ist ein schöner Satz, weil genau wie du sagst, also trotzdem hast du ja quasi die Klicks und die Einnahmen der genau. Klicks noch. Ja, was aber irgendwo auch ein Problem ist, weil es stützt sich halt immer noch alles auf die Klicks. Klar. Das ist halt natürlich wieder ein großer Risikofaktor, drum eben zukunftsbedacht, vielleicht die Firma ein bisschen autarker aufstellen, dass sie auch außerhalb von diesem Content-Ökosystem funktioniert und dass man dann noch andere Marketingwege erschließt. Aber Social Media ist halt ein unfairer Apparat, um eben so etwas anzukurbeln oder um da mal einen Kundenstamm ranzuholen. Und ich will das auch nur machen, weil ich ein relativ risikoscheuer Mensch bin in manchen Sachen und das ist definitiv da in diesen Sachen. Ich würde das einfach gerne so lange machen, wie es geht und darum versuche ich diese Moves eher sehr zukunftsbedacht machen und immer vom Worst-Case-Szenario auszugehen. Voll, aber das ist gerade so die Aufstellung. Wie ist es quasi bei dir, Felix? Weil du hast ja jetzt, okay, du hast die Dienstleistung, du hast die Placements und so, wie würdest du es gewichten, prozentual? Also Monetarisierung ist dadurch, dass ich YouTube jetzt nicht mein größter Account ist, dass ich keine langen Videos auf YouTube mache. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Wenn du diesen Weg gehen willst, von Views zu leben, dann musst du YouTube lang eigentlich machen, mit wenigen Ausnahmen. Bei mir ist es so, also das verschwindend gering. Kooperationen fluktuieren super krass. Also gefühlt, es gibt Monate, wo 5, 6 reinkommen und dann 3 Monate, wo gar nichts passiert, jetzt auf meinem großen Account. Also das ist eben überhaupt nichts, wo ich mich drauf verlassen wollen würde. Was wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, was bei mir über Psychotipps größer geworden ist oder noch eine größere Einnahmequelle ist, ist das Thema das Gesicht für andere Accounts sein. Also es gibt größere Unternehmen und so weiter, die dann Accounts starten und die sich dann sozusagen erfahrene Creator holen, die das Gesicht des Accounts sind, da Videos machen und so weiter. Das ist ein Part, wo ich jetzt quasi bei 2 größeren Accounts von größeren Unternehmen das Gesicht bin und da ist natürlich entsprechend auch ein bisschen mehr Umsatz dahinter. Aber nichtsdestotrotz die überragende Mehrheit mit eigenen Produkten, Dienstleistungen jetzt etc. Jetzt haben wir natürlich, habe ich den großen Vorteil, dass ich mit der Masterclass ein wahnsinnig geiles Produkt promoten kann. Und da entsprechend ist das der Weg, wie ich am meisten fahre. Obwohl das ja, wie gesagt, nur über den Account ist, der eine deutlich kleinere Reichweite hat. Ja, ich kann ja mal, also bei uns, wir legen Zahlen eigentlich immer offen so, auch bei YouTube. Ne? Also ich habe kein Problem damit, jetzt über AdSense und so zu sprechen. Also ich kann jetzt mal den aktuellen Monat nehmen.
beziehungsweise jetzt sind wir im Juli. Also im Juni haben wir mit AdSense 8.700 Euro gemacht. Genau, also das ist AdSense. Mit einem Placement würde ich sagen, weil ich nehme eigentlich immer, da haben wir auch gerade noch drüber geredet, du hast oft bei diesen Placements die Möglichkeit, du hast einen Fixbetrag oder du hast einen kleineren Fix plus einen Affiliate. Da ich weiß, wir haben eine relativ starke Community, nehme ich eigentlich immer Affiliate plus Fix. Das heißt, wir machen mit einem Placement im Schnitt 10.000 Euro, würde ich sagen. Haben auch schon mal ein Placement gehabt. Nicht ehrlich, haben wir 30.000 gemacht. Aber normalerweise würde ich sagen, Placements sind so 10.000 Euro. Nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt nimmt, also 10.000 Placements, ich mache nur eins im Monat, 8.600 AdSense, dann mache ich fast 10-mal mehr mit eigenen Sachen. Also 10-mal mehr mit Dienstleistungen und so weiter. Und ich promote bei mir beispielsweise die Masterclass so gut wie gar nicht jetzt auf dem Main-Account oder so. Aber, und das finde ich jetzt auch ein spannender Punkt, weil du hast jetzt sozusagen ein Dienstleistungsprodukt, oder wir haben das zusammen, ne, wo du jetzt nichts für ausgegeben hast. Mhm. Du hast allerdings ein Journal natürlich auch erstmal kaufen müssen und ich habe jetzt diese Kaffeemarke gelauncht. Und das Ding ist, klar, die eigenen Produkte sind immer die besten, weil es ist deine Marge, irgendwie logisch. Aber man braucht natürlich auch erstmal Startkapital, um überhaupt sowas machen zu können. Vielleicht magst du so ein bisschen offenlegen, wie viel Geld brauchtest du, ihr, du machst es, glaube ich, mit deiner Freundin zusammen, mit Sona, um überhaupt so ein Journal rauszubringen? Für alles drum und dran, also Fotos, Website, das Produkt selber, würde ich circa um die 10.000 Euro rechnen. Das ist halt ein Investment, was man erstmal am Anfang haben muss. Drum gehen auch viele Creator sozusagen den digitalen Weg über irgendwelche Kurse etc., weil du brauchst keine Logistik, hast kein Startkapital, trägst viel weniger Risiko, ist auch absolut legitim und ist wahrscheinlich der finanziell schlauere Weg und risikoscheuere Weg. Wir haben das einfach nur gemacht, weil wir es cool fanden. Also wenn man das jetzt auf diesen Weg gehen würde, wäre wahrscheinlich ein Videokurs für wie produziere ich Videos, der lukrativ am schlausten gewählte Weg, würde ich sagen, in meiner Position. Ich glaube, es geht aber ein Stück weit immer auch darum, hast du ein Massenthema, hast du eine riesige Reichweite, dann eher günstigere Produkte, die aber eine breitere Masse ansprechen oder wie jetzt in unserem oder in meinem Fall, du hast eher einen Nischen-Account, weniger Menschen, aber hast dafür ein Nischenprodukt, was für die deutlich besser ist, entsprechend auch ein bisschen hochpreisiger. 100 Pro, ja. Bei uns war das eben so, meine Videos sind die, der durchgängige Theme ist immer so, okay, hey, vielleicht kannst du aus dem Video irgendwas mitnehmen, was du selbst integrierst oder dein Leben irgendwie verändern oder besser machen kannst. So. Und da passt halt das Journal wirklich gut rein. Aber es ist trotzdem noch nicht unbedingt zugeschnitten auf eine Zielgruppe sozusagen. Es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob man einen Account aufbauend auf einem Produkt aufzieht, sozusagen, yo, ich weiß schon, was mein Endprodukt ist, oder so wie bei mir, so, hey, ich mache jetzt einfach mal Videos, mal schauen, was hinten rauskommt. Auf dem ersten Weg kann man das wahrscheinlich viel genauer wählen. Ja. Und jetzt kommt mir gerade noch was, wo wir jetzt auch vorhin schon drüber geredet haben. Die Plattform selber, die wollen natürlich gar nicht, dass man unbedingt so viel Werbung macht. So, jetzt zum Beispiel unser Kaffee-Video, also zu 100%, ne, ich habe einen Short heute rausgehauen, das heißt, ich verkaufe meinen eigenen Kaffee. Normalerweise haben Shorts nach 30 Minuten im Schnitt 5.000 Views. Dieses Video hatte 159. Ich habe auf TikTok beispielsweise diese 10.000 Euro Mystery Box beworben, dieses Giveaway, das ist natürlich auch nochmal eine Cross-Promotion zu YouTube. Ich habe mehr Kommentare als Views gehabt. So, also nicht wirklich, aber irgendwie 400 Kommentare und das Video hatte 7.000 Views oder so. Wie seht ihr das? Felix, du fängst vielleicht an. Wenn du jetzt was bewirbst, ne, also wie machst du das jetzt überhaupt, diese Dienstleistung zu pitchen, und würdest du sagen, dieser Pitch nimmt dir Reichweite? Definitiv nimmt ein Pitch grundsätzlich immer Reichweite, weil du kannst nie davon ausgehen, jetzt mal Plattformfaktoren abgesehen, du kannst nie davon ausgehen, dass jeder oder nicht mal die Mehrheit der Menschen, denen ein Video ausgespielt wird, an deinem Produkt Interesse haben. Und dann hast du, Watchtime ist der wichtigste Faktor, und dann hast du einen gewissen Teil der Watchtime für den Pitch sozusagen, und das geht einfach verloren. Und diesen Trade-off hast du dann im Endeffekt immer.
Plus die Plattform möchte natürlich generell erstmal nicht, dass du die Plattform verlässt. Und wenn du quasi dazu aufforderst, einen Link anzuklicken, ist das auch immer schwierig. Genauso jetzt, wenn du sagst, ich habe auch Videos gemacht, wo ich über Geld verdienen beispielsweise, Geld verdienen mit Social Media gesprochen habe, sind alle, also viel, viel schlechtere Reichweite. Da gibt es so kleine Hacks, wo ich dann sage, wie du deinen Lebensunterhalt mit Social Media verdienst beispielsweise. Mhm. Das ist dann nicht geflaggt, da habe ich dann entsprechend doch wieder mehr Reichweite bekommen oder von Social Media leben können und so weiter. Also da gibt es so kleine Dinge, wie man das umgehen kann. Genauso dieses ganze Link-in-Bio-Ding, was ja auch etwas ist, was keine Plattform gut findet, weil halt einfach, hey, du klickst auf einen Link, bist weg von der Plattform, die können kein Geld mehr mit dem Zuschauer machen. Ich habe es jetzt bei mir so gelöst, dass ich am Ende so eine kurze Einblendung habe, wo quasi mein Profil angezeigt wird und umkreist der Link, den sie anklicken können mit so einem Klick-Sound. Dadurch weiß jeder, was zu tun ist, aber ich spreche nicht aus und es steht nirgendwo Link in Bio oder sowas in der Art. Also das sind so kleine Wege, wie man das Ganze umgehen kann, dass man eben das Ganze minimiert. Aber nichtsdestotrotz hast du immer den Trade-off, wenn du was verkaufen willst. Deswegen eben auch diese Entscheidung, willst du monetarisieren oder willst du maximal Reichweite? Wie ist deine Erfahrung mit dem Journal? Du hast es in einem Video gepitcht. Nimm uns mal einmal mit. Okay, du hast investiert, 10.000, du sagst, wir wollen das rausbringen. Wie ist der Funnel aufgebaut? Wie ist das von der Reichweite? Bei mir ist es so, wir haben es auf allen Plattformen beworben. Das ist vielleicht auch interessant. Über TikTok ging es mit, obwohl man da die größte Reichweite hat, ging es mit Abstand am schlechtesten, weil du die Leute einfach nicht aus TikTok rausbringst. Wirklich keine Chance. Instagram-Verhältnismäßig ist wirklich stark, da die Leute auch irgendwo auf Instagram sind, um zu konsumieren, kommt mir vor. Also das Nutzerverhalten ist dort wahrscheinlich eher anders als auf TikTok. Dort wollen die Leute halt wirklich nur unterhalten werden. Auf YouTube hatte ich lange die Thematik, dass Placements meiner Reach geschadet haben. Das heißt, immer wenn ich ein Placement drin hatte, war halt der Placement-Teil geskippt, was dann eben der Zuschauerbindung schadet und somit auch der Ausspielung des Videos. Beim Journal ist der Cheatcode aber, dass es absolut nicht so ist. Also ich habe jedes Mal, wenn ich das Journal erwähne, keinen Drop-Off. Also die Leute skippen das nicht, die klicken nicht weg. Es ist einfach top. Somit kriegt das Video mehr Reach, das Produkt mehr Traffic und ist einfach super nice. Und das ist halt einfach dem geschuldet, dass das Journal wirklich gut rein integriert werden kann in meinen Content, weil es halt wirklich etwas Natürliches ist, was ich auch wirklich benutze und was einfach top funktioniert. Das ist auch dem geschuldet, dass ich in der Gestaltung von dem Pitch sozusagen wirklich kreativen Freiraum habe. Bei den meisten Placements gibt die Firma relativ stark vor, was da drin sein muss und somit wirkt das Ganze nicht unbedingt natürlich und meistens muss es auch 60 Sekunden lang sein, weil viele Firmen immer denken, dass länger besser ist, ist es aber nicht für die Performance des Videos und ist es dann wahrscheinlich auch nicht für die Conversion, weil das liegt auch im Interesse der Firma, dass man da mehr Views kriegt, aber es ist halt einfach gerade die State of the Industry. Auf jeden Fall macht es einfach Sinn, seine eigenen Produkte zu haben, weil man die halt auch so bewerben kann, wie man selbst denkt, dass es am besten ist. Und meistens ist der Creator schlauer als die Firma, muss man halt wirklich sagen. Das ist was ganz Spannendes auch angesprochen, dieses Thema, das passt ja auch zu dir und deiner Zielgruppe. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, egal ob du ein eigenes Produkt oder eine Kooperation machst. Ja. Also da gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren mal so einen riesigen Shitstorm, weil Persil eine ganz große Kooperation mit ganz vielen Influencern gestartet hat und einfach alle Menschen irgendwie super random Persil in ihren Content eingearbeitet haben, was null gepasst hat. Ja, voll. Und das ist halt ein wichtiger Faktor, gerade langfristig, wenn du eine Community aufbauen willst und so weiter, dass du die quasi nicht nervst mit Produkten, die null passend für sie sind, die null zu deinem Content passen und so weiter. Ja. Und da hast du halt dann, wenn du ein eigenes Produkt rausbringst, noch viel mehr Freiheiten, das genauso zu machen, weil du kennst deine Zielgruppe am besten. Ja, das stimmt schon. Ich denke bei Placements, auch wenn Produkte wirklich gut passen, werden die nie zu 100% passen. Und es ist am Ende des Tages immer noch eine andere Firma, die sozusagen einfach Land auf deinem Video kauft sozusagen. Und dieses Gefühl kriegt man einfach nicht raus. Bei einem eigenen Produkt, das kann man halt wirklich 100%ig auf sich zuschneiden. Das fühlt sich in den meisten Fällen auch nicht mal an wie eine Werbung. Und das sind halt die besten Werbungen. Das ist eigentlich schon fast ein ganz cooles Schlusswort so. Ich wollte es noch ganz kurz ergänzen, weil genau, es ist halt, wenn du jetzt beispielsweise ein Produkt nimmst, eigentlich egal was es ist, ne? Also man kriegt ja, wenn man jetzt bei YouTube, wir haben ja jetzt irgendwie 300.000 Abonnenten, du kriegst am Tag 10 Anfragen. Und ich würde sagen, 9 von 10 passen 0 zu dem Kanal, also wirklich 0, 0, 0. Also das ist dann auch, und die bauen sich das dann irgendwie so zusammen. Ja. Bei Temu zum Beispiel, das habe ich ja sogar, also da habe ich ja so ein Anti-Video mehr oder weniger gemacht. Die haben mir wirklich angefragt für ein Placement, während wir das Video gedreht haben. Und dann habe ich mit denen so ein bisschen hin und her geschrieben und die wollten 10.000 Euro zahlen, weil ich direkt meinte so, ich wollte das ins Video halt auch einbauen. Ne? Ich meinte so, ey, unter 10.000 machen wir das nicht. Und dann meinten die, ja, können wir auf jeden Fall machen, aber das muss
ein Temu-dedicated Video sein. Das heißt, das ganze Video muss sich nur um Temu handeln. Hat es jetzt auch, aber das Video heißt halt, Temu hat uns gescammt. So. Und was die wollten ist, dass ich Temu-Produkte als Haul bewerbe. Und da musst du mal überlegen, also die Firma selber, das war jetzt nicht mal Management, fragt auf einem Selbstexperiment-Kanal, ob ich einen Temu-Haul mache. Wenn ich das jetzt so, okay, zero fucks auf Community und so weiter, stell dir vor, ich hätte es gemacht, dieses Video hätte bei mir 10.000 Views bekommen oder so, weil alle gesagt hätten, Tom, was ist das so? Und das ist halt schon krass, dass viele Firmen das so völlig nur random Leute anschreiben, einfach nur nach Reichweite. Jo, der hat 200k auf dem Video gehabt, ja, wir wollen auch 200k und selber gar nicht auf den Gedanken kommen, dass niemals dieses Video 200k machen würde. Und das ist halt schon crazy. Hast du da ähnliche Erfahrungen? Ja, es ist, man kriegt natürlich schon sehr dubiose Anfragen. Auch ich weiß noch, wie das mit den ganzen NFT-Projekten war. Da habe ich am Tag, wenn ich 5 NFT-Projekte an, ich habe noch nie in meinem Leben ein Krypto-Video gemacht zu der Zeit, aber trotzdem irgendwelche NFT-Projekte haben angefragt. Es ist halt das, was meiner Meinung nach, wovon viele Firmen auch profitieren würden, ist einfach mehr kreativen Freiraum zu lassen. Weil klar hat die Firma ihre Sachen, die sie da bewerben will. Ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, dass wenn man den Creator einfach wirklich machen lässt und dem so wenig vorschreibt wie möglich, dass der halt dann die besten Conversions rausholt und am Ende auch das beste Video, was dann halt am besten performt. Alles andere nimmt halt leider weg und pusht halt vielleicht das Produkt ein wenig mehr, wird dann aber geskippt, dann geht das Video schlechter, dann gehen die Conversions schlechter und am Ende ist dann der Creator schuld, obwohl sich der vielleicht an ein komplett knallhartes 60-Sekunden-Briefing halten musste, was halt sehr werblich wirkt. Ja, ich kann auch so von meiner Seite als Schlusswort vielleicht sagen, gute Firmen, also das ist so meine Erfahrung, also Firmen, die ein gutes Standing haben, die verstehen das und erlauben beispielsweise auch sehr viel kreative Freiheit. Also ich kann sagen, so unsere zwei Placement-Partner lassen mir völlig frei, wie ich das integriere, und sagen nicht beispielsweise Pre-Roll 60 Sekunden, weil die wissen, okay, das Video ist dann einfach tot, das bringt uns auch nichts. Und ich hatte jetzt noch nie bei so einer Abnahme irgendwie Probleme. Tendenziell eher so trashige Firmen, die beharren dann halt auf sowas, ne, sagen, nee, wir wollen das Pre-Roll 3 Minuten, Raid Shadow Legends und so ein Kram. Felix, vielleicht nochmal von dir, weil ich finde es halt spannend, weil du ja relativ neu in diesem Creator-Business bist und das jetzt gerade alles so aufbaust. Würdest du sagen, du gehst schon so den optimalen Weg oder was wäre jetzt dein Ratschlag? Und das finde ich ist eigentlich auch ein geiles Schlusswort für die ganze Podcast-Folge. Für jemanden, der jetzt sagt, hey, ich will Creator werden, ich strebe vielleicht auch an, Influencer zu sein. Was würdest du machen? Was ist so das rational Beste? Ich glaube, es gibt keinen Idealweg, weil am Ende ist es ein Marathon und kein Sprint. Das ist nicht, dass du mal 3 Monate Gas gibst und dann hast du ausgesorgt und das war's das. Also deswegen finde ich deinen Ansatz super. Hey, das muss was sein, was dir Spaß macht. Und das ist, glaube ich, dann letztendlich auch der beste Weg. Also entweder du willst voll auf Reichweite. Es gibt viele, die lieben das, auf der Straße angesprochen zu werden. Hey, ich kenne deine TikToks und so weiter. Es gibt Menschen, die hassen das. Und entsprechend überleg dir, willst du eine krasse Niese? Hast du ein Thema, wo du quasi früh bis spät drüber reden kannst und das auch für Jahre hinweg? Oder willst du Abwechslung haben? Willst du verschiedene Themen angehen? Also im Endeffekt find einen Weg, der sich für dich gut anfühlt und vor allem so gut, dass du den Monate und Jahre lang machen kannst. Klar kann man sein Content mal anpassen, hast du ja auch gemacht, aber im Endeffekt was sich für dich gut anfühlt, weil anders ziehst du es einfach nicht durch. Also irgendwas nur der Reichweite wegen und oder nur des Geldwegens zu machen, ist nicht nachhaltig. Also finde den Weg, der für dich am besten passt, und wenn es den einen Weg nicht gibt, dann mach's wie ich und teile das Ganze auf. Finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ich muss ehrlich sagen, so den Ansatz, den du jetzt fährst, den finde ich echt mit am besten, weil du hast einen Account, wo du dich voll ausleben kannst, du hast den anderen, wo du sozusagen auf so einer Meta-Ebene einfach diese Dienstleistung pitchen kannst, was für mich jetzt irgendwie auch super gut funktioniert, ne, und ich jetzt auch irgendwie angefangen habe, immer mehr zu integrieren. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle vielen Dank auf jeden Fall, Dominik, dass du am Start warst, hier das alles geteilt hast. Ich habe noch 2 Fragen von der Community und vielleicht wäre es sogar ganz cool, wenn du eine davon beantwortest direkt. Und zwar, warte, lass mich kurz raussuchen. Wir haben nämlich einmal, genau da glaube ich, kannst du echt gut was zu sagen, von Zuplex 1687, das ist glaube ich nicht die Geburtszahl. Meine Eltern ziehen mich runter, was Ziele und so weiter angeht. Du kannst es nicht erreichen, hör auf zu träumen und so weiter. Was sagst du jetzt als Creator,
nehmen wir jetzt mal nicht nur Eltern, sondern vielleicht auch Familie, Freunde und so weiter, haben Leute, die das ausreden wollen, dir gesagt, ey, mach das bitte auf gar keinen Fall? Und wie bist du damit umgegangen? Erstens mal Vorwort, deine Eltern wollen damit wahrscheinlich nur das Beste für dich. Die versuchen, dich zu beschützen. Creator ist ein sehr neuer Beruf, meiner Meinung nach ein sehr risikoreicher Beruf. Ein Beruf, der nicht wirklich verstanden wird. Und demnach ist es sehr nachvollziehbar, dass deine Eltern da wahrscheinlich irgendwas dagegen haben oder das nicht ganz nachvollziehen können. Ich würde aber trotzdem wirklich das verfolgen, was du machen willst. So war es bei mir auch. Am Anfang haben sich die ganzen Leute über die Videos lustig gemacht etc. Ich habe trotzdem weitergemacht. Ich bin froh darüber, weitergemacht zu haben. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und demnach, finde ich, lohnt sich's immer, wenn man halt wirklich einfach das macht, was einem Spaß macht, egal wer was dafür oder dagegen sagt. Am Ende des Tages muss nur eine Person das cool finden und das ist man selbst. Und den Ansatz würde ich wirklich hart fahren, weil ich wirklich denke, dass man somit am weitesten kommt und wahrscheinlich auch am zufriedensten wird, wenn man das so sagen kann, und demnach einfach Videos machen, egal wer was darüber sagt und egal wer das cool findet und wer nicht. Bei dir, Felix? Also ich habe auch hart damit gestruggelt tatsächlich, also auch generell, was denkt das Umfeld, gerade ich habe mit TikTok gestartet, wo du denkst, da sind ja nur die tanzenden Teenager, so nach dem Motto. Ich habe mit TikTok im ersten Lockdown damals, glaube März 2020 geholt und habe tatsächlich bis Dezember 2021 gewartet, mein erstes TikTok zu posten. Einerseits, weil ich nicht genau wusste, worüber ich Videos machen soll, andererseits war genau dieses Thema so, was denkt mein Umfeld. Und das bereue ich tatsächlich, ich hätte gern früher angefangen, ich hätte das gern schneller überwunden, weil ich glaube, dann wäre ich jetzt nochmal an einer anderen Stelle irgendwie. Wie ich es dann aber gemacht habe im Endeffekt ist, ich habe tatsächlich niemanden davon erzählt. Ich habe meine ersten Videos produziert und so weiter. Wirklich ausnahmslos niemand, nicht mal meine damalige Freundin, niemand wusste, dass ich TikToks mache. Ich habe mir gesagt, erst wenn das halbwegs funktioniert, dann mache ich es öffentlich. Und ich hatte jetzt das Glück, dass ich die ersten 10.000 Follower in 11 Tagen gemacht habe. Und dann war das quasi der Punkt, wo ich dann eine Instagram-Story gemacht habe, hey, ich habe TikTok angefangen, jetzt hier 10.000 Follower und so weiter. Aber dann kriegst du kaum noch Hate, weil es quasi schon proven ist. Das funktioniert schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedem empfehlen würde, diesen Weg, aber bei mir hat es ganz gut funktioniert. Ich glaube, als Creator ist auch einfach cool, ich bin sowieso immer kein Fan davon, wenn du startest was und du posaunst es raus und sagst, jo, ich werde jetzt irgendwie Creator oder so, du hast noch kein Video abgedreht, weil ganz ehrlich, erstmal ausprobieren, will man das wirklich machen, bevor man jetzt irgendwie an die anderen Leute geht. Von daher finde ich das schon irgendwie einen sinnvollen Weg. Und ich habe noch eine andere Frage und das ist nämlich eine sehr geile Überleitung. Und zwar, Farmoto fragt, wenn man doch nur Bilder macht, bringt es dann trotzdem was, mit Instagram anzufangen oder kann ich sozusagen Instagram aufbauen, wenn ich jetzt nur Bilder schieße? Und das ist ein schöner Übergang zu unserer letzten Podcast-Folge, da haben wir nämlich über Kurzvideos geredet, weil ich glaube, State of the Art, da sind wir uns alle einig, sind halt Videos, sind halt Kurzvideos, vielleicht auch nochmal so als Wrap-up, also wer mit den Plattformen selbst Geld verdienen will, der muss eigentlich lange Videos posten. Also Kurzvideos kommt nicht wirklich was bei rum im Verhältnis. Wer sozusagen Placements machen will, kann auf jeden Fall Kurzvideos oder auch nur mit Kurzvideos sich was aufbauen. Und auch wer eigene Produkte, sag ich mal, verkaufen will, da funktioniert es auch super gut. Deshalb, also unsere Empfehlung wäre, wenn du nur Bilder schießt, vielleicht auch nebenbei einfach mal anzufangen, bewegte Bilder, vielleicht auch irgendwie trendige Sounds zu nehmen, damit irgendwie die Bilder zu mixen. Deshalb danke nochmal an Dominik, danke auch an dich Felix, dass du wieder am Start warst und checkt auf jeden Fall unsere letzte Podcast-Folge nochmal aus, da haben wir über Kurzvideos geredet und ich gucke mir jetzt gleich mal dein Journal an und was da alles so drin steht für Ziele.